Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Agina Trader Helpdesk. Und Sie wissen, wenn wir Agina Trader Helpdesk haben, dann gibt es an der Stelle nur einen Referenten und das ist Carsten Berger. Ich freue mich, dass er heute wieder mit uns das Event macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind, obwohl auch draußen richtig gutes Wetter ist. Und deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren und gehen mal ganz kurz den Risikohinweis durch. Denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Unabhängig davon, was uns Carsten heute hier zeigt, da müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ja, das Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit und können jetzt schon, wenn Sie Fragen mitgebracht haben, in den Chat reinkopieren, reinschreiben. Carsten hat mir im Vorfeld schon verraten, dass er auch ein Thema mitgebracht hat. Und deswegen übertrage ich jetzt auch mal den Bildschirm und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson, für die nette Einleitung. Und ich übernehme mal den Bildschirm, stelle mal den richtigen Bildschirm ein. Das soll der sein. Und dann schalten wir kurz um. Ich mache nur kurz eine Vorstellung. Also, schönen guten Abend. Mein Name ist Carsten Berger. Die meisten kennen mich schon, wie ich in der Teilnehmerliste sehe. Alte Bekannte, die grüße die ganz recht herzlich. Carsten Berger, mein Name, 52 Jahre alt. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt, lebe 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, einer kleinen Gemeinde mit 12.000 Einwohnern und bin gebürtiger Berliner. Wie bin ich zum Agina Trader gekommen? Natürlich, wie alle wahrscheinlich, ihr habt eine Software gesucht, die möglichst viele Dinge, sage ich mal, aus dem Alltag euch abnehmen, Signale generieren, Trade-Verwaltung zu machen, Trading-Journal und so weiter und so fort. Dazu habe ich Videos gefertigt und das Resultat war am Ende, dass ich dann zum Agina Trader Coach geworden bin und euch dabei helfe, sage ich mal, so wie auch Tradern dabei helfe, ihre Strategie in den Agina Trader umzusetzen, als auch bei zahlreichen Add-on-Projekten habe ich mitgewirkt, dieses zu gestalten und Signale zu, sage ich mal, nicht zu programmieren, denn Programmierer bin ich nicht. Aber ich kann den Agina Trader so weit ausreizen, dass man da so ziemlich nah rankommt. Okay, was machen wir heute? Nelson hat schon angedeutet, wir haben heute Agina Trader Helpdesk. Was ist das? Klar, ihr stellt eure Fragen und ich versuche die zu beantworten, was mit Sicherheit in der Häufigkeit funktionieren wird. Wenn das nicht funktioniert, schreibt mich einfach an per E-Mail. Und dann kann ich euch natürlich dann im Nachgang nochmal recherchieren, da eine Antwort geben. Wenn ihr keine Fragen habt, gehen wir ganz kurz mal auf den Action Bar ein. Was ist das? Das ist kein Film oder eine Bar, wo man was trinken kann, wo Action ist, sondern das ist der seitliche Bereich im Agina Trader neben dem Chart, wo man halt komfortabel, sage ich mal, seine verschiedenen Tools ablegen kann und die bei Bedarf schnell anklicken kann. Vereinfacht die Bedienung ungemein. Eure Fragen könnt ihr natürlich auch fürs nächste Webinar immer senden an FX Flat oder an meine E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de, Stichwort Agina Trader Helpdesk. Für diejenigen, die jetzt damit spielen, bei FX Flat ein Konto zu eröffnen, habe ich noch ein exklusives Angebot. Und zwar könnt ihr natürlich über meine Internetseite, indem ihr halt, sage ich mal, dort auf FX Flat klickt, dort ein Konto über meinen Link öffnen. Ich kriege natürlich da eine Affiliate-Leistung dafür und dafür bekommt ihr eine Stunde ein Coaching 1 zu 1 und die Einrichtung eures Handelsplatzes und die Anbindung an FX Flat. Und ihr habt natürlich gleich Kontakt zum Coach, sodass ihr im Endeffekt, wenn ihr Fragen habt über Skype, diese Bedienung dann vereinfachen könnt, indem ihr mir halt Fragen stellt, wie die Sache halt funktioniert. Diejenigen, die damit spielen, nicht die Mercury-Version auf Dauer zu nutzen und sagen, ich brauche doch eine etwas mehr, eine größere Version vom Agina Trader, die wesentlich mehr Funktionen hat, kann natürlich auch den Agina Trader über mich bestellen und bekommt dann noch eine Stunde Coaching
zusätzlich. Bedeutet für euch 2 Stunden 1:1 Coaching via Skype. Und somit habt ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Start in euer Trading bei FX Flat. Wie kommt ihr nun daran? Da einfach auf meine Internetseite gehen, tradercoach.de, unter Leistungen und Services und dann auf Services klicken, dann kommt ihr auf die davor gezeigte Seite. Okay, wie gesagt, schaut mal bei meiner Internetseite vorbei und solltet ihr Fragen haben, wendet euch einfach an mich. Okay, und schon fangen wir an. Da kommt gleich der Agena Trader angeflogen. Moment. So, wechseln wir mal den Bildschirm. So sieht er aus. Wer jetzt sich sagt, ups, der sieht aber anders aus als der, sag ich mal, gelieferte Version vom Agena Trader, die Default-Version oder die FX Flat-Version. Ja, das ist mein eigener Arbeitsplatz, angelehnt an meine Perlentaucher-Strategie-Version. Hier die Mercury-Version, die natürlich aufgrund der wesentlich geringeren Funktionsvielfalt im Gegensatz zum Andromeda-Version habe ich mir hier einen eigenen Arbeitsplatz geschaltet, der aber farblich und vom Aufbau, von der Struktur her an dem angelehnt ist, was ich halt in der Andromeda-Version mache. Natürlich kann ich nicht alle Signale in der Tiefe hier darstellen, sodass halt hier im Screener auch viele Sachen halt einfach, sage ich mal, wegfallen, die ich aber dann halt unterstützend, sage ich mal, ergänzt habe mit anderen, dass man da halt, sage ich mal, sinnvolle unterstützenden Maßnahmen hier mit einfügen kann. Und die Frage, die mich jetzt letzte Mal wieder, das war der Norbert, glaube ich, Moment, muss man lesen, gestellt hat, war, warum kann man in den Agena Trader keine eigenen Signale einstellen? Na, das seht ihr hier bei Strategien. Wenn ihr hier auf Condition Escort geht, das ist normalerweise das große Werkzeug, wo man hier Signale selbst erstellen kann per Drag and Drop. Ganz komfortabel, wenn man sich ein bisschen auskennt. Dazu muss man nicht programmieren können oder so. Dann geht das relativ gut. Das ist, sag ich mal, ausgegraut. Das heißt, diese Funktion haben wir gar nicht im Agena Trader. Ebenso wenig die Setup Escort Funktion, wo man halt eine automatische Stop-Verschiebung hat mit einem Soft Trail und ein Hard Trail. Auch das ist, sage ich mal, hier nicht gegeben. Und der AT++ Manager ebenfalls nicht. Das heißt, ihr bekommt keine Positionsgrößenberechnung, wenn ihr raufklickt und sagt, hey, ich will nur 25 Euro riskieren und eure Stückzahl der Aktien passt sich automatisch an. Die Funktion habt ihr hier leider nicht. Nichtsdestotrotz, für diejenigen, die wirklich fit in der Programmierung sind, das steht euch natürlich offen. Also ihr könnt hier, wenn ihr jemanden habt oder, sag ich mal, Codes austauscht, könnt ihr die hier implementieren und dann eure Condition, eure Signale selbst programmieren. Das ist also freigestellt. Sag ich mal, Nebenwirkung dabei ist, dass man eben vielleicht mal sich ein bisschen Programmierung beibringen kann, was ja doch nicht ganz so leicht ist. Vor allen Dingen jetzt nicht im Sommer. Okay. Dann schauen wir mal, ob schon eine Frage da ist. Ich werde mir mal dieses Fragentool extrahieren hier auf die Seite. So. Okay. Action Bar. Dazu wollte ich ja kurz mal Stellung nehmen, bevor hier wieder die neue Frage kommt. Und was eigentlich immer falsch gemacht wird bei Aufsetzen des Action Bars und worauf ihr wirklich achten sollt, wenn ihr euch einen Arbeitsplatz aufbaut und vor allen Dingen im Hintergrund mehrere Arbeitsplätze habt. Mehrere verschiedene Tabs habt hier oben, die verschiedene Leisten vielleicht haben, also hier dementsprechend verschiedene Action Bar Symbole haben und ihr dann bei der Einrichtung, sage ich mal, schnell arbeiten wollt und dann folgenden Fehler macht. Also viele machen sich damit die Arbeitsplätze kaputt. Also das ist wirklich ein guter Tipp, das nicht zu machen. Ja? Also wenn ihr hier auf, ich sage immer, Hammer und Sichel klickt, das ist hier der Werkzeugkasten, und dann kommt ihr hier auf die Action Bar Einstellung. Ne, da oben. Und hier sind so die Grundeinstellungen zum Action Bar, was der eigentlich machen kann, wie der so ist. Das heißt, hier ist er gerade fixiert. Das heißt, er bleibt an der rechten Seite, egal was passiert.
Wenn ihr das hier auf bei Klick in die Preisskala öffnen macht, dann und klickt auf OK, dann ist der erstmal weg. Ja. Und wenn ihr jetzt hier raufklickt, dann kommt er wieder. Dann könnt ihr auch das Feld daneben schließen. Das heißt, er bleibt weg. Ihr habt ein bisschen mehr vom Chart. Mir ist das ein bisschen zu viel Geklicke, weil ich muss ja wieder einen Klick mehr machen. Ich sehe das und gehe dann da rein. Das stört mich ein bisschen im Workflow. Aber wer es mag und wenig Platz hat, vielleicht auf dem Laptop durch eine kleinere Auflösung, kann das nutzen. Bei Mausbewegung öffnen sieht dann so aus. Ja, oder auch nicht. Doch beim nächsten Mal sieht man, wenn man da rein hovert mit der Maus, so in den Chart kommt, dann geht der auf, wenn ich da drüber bin. Den Sinn, so kann man halt den Chart ein bisschen größer sehen. Gehe ich mit der Maus in den Chart, näher mich da an, geht es auf. Mag ich auch nicht so, ist mir einfach zu unruhig, dieses Hin und Her im Chart, aber wollte ich mal gezeigt haben. Ja, flackert denn zu sehr. Also ich bevorzuge hier die fixierte Einstellung. Dann kann man hier die Perioden anzeigen lassen vom Schieberegler. Das heißt, da oben rechts, den habe ich gar nicht drin, wo immer die Zeitleisten drin sind. Das heißt, man könnte hier, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Schieberegler von eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, Stunde, Tageschart, Wochenchart könnte man so hochskalieren. Das mag ich nicht. Ich mache das auch einfacher. Ich skaliere mir das dann hier, wenn ich das sehen möchte. Kann ich es auch hier oben einstellen. Spart man Platz im Actionbar. Ne? Weil wenn man ein paar mehr Buttons drin hat, dann sollte man hier sehr strukturiert arbeiten und ein bisschen aufräumen. So, und dann machen wir nochmal weiter mit dem Ding. Trading Pads anzeigen. Ja, das ist die Einstellung, wenn ihr einen Trade aufgebt, wo ihr dann einstellen könnt, ob Long oder Short, wo ihr einfach nochmal sehen könnt, was sonst in der Order hier drin sind, im Order-Balken drin steht. Da könnt ihr dann einstellen, ja, das Limit oder Stop Order und so weiter. Das finde ich gut, dass man das angehakt lässt. So, kommen wir mal zu Indikatoren. Jetzt kommt es ja schon, sage ich mal, zu den entsprechenden wichtigen Anmerkungen meinerseits. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt hier genau das gemacht, was ich hier drin habe. Bollinger Band, gleitenden Durchschnitt 50, 200er, Widerstand und Unterstützung und Volumen. Ja. Dann solltet ihr aufpassen, wenn ihr jetzt eine Änderung vorgenommen habt und klickt auf Apply for All, dann bedeutet das, genau was da drin steht, das, was ihr hier reingetan habt, in diesen Chart, in diesen Action Bar, mit allen Einstellungen, wird übertragen auf alle in diesem Arbeitsplatz enthaltenen Buttons im Action Bar. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo ein Unterfeld habt, wo das anders aussieht, weil er sagt, ich brauche hier keine Kaufbuttons, weil ich meinetwegen im Depot nicht dazu kaufe, deswegen habe ich hier keine Kaufbuttons drin oder so, dann fällt das im Endeffekt alles wieder zusammen auf und sieht alles einheitlich aus. Also wenn ihr euch einen Arbeitsplatz aufbaut, dann baut den doch bitte so auf, dass ihr nur auf Apply drückt, weil dann bleibt das lokal auf diesen Chart, sage ich mal, begrenzt. Und der nächste Weg wäre dann, das hatten wir ja im vorigen Webinar, dann zu sagen, wenn ich mir diesen Chart mit dem Actionbar schön gemacht habe und arbeitstauglich, dass ich mir das dann als Vorlage speichere und dann in die entsprechenden Charts kopiere. Es ist natürlich wesentlich leichter, auf Apply for All zu drücken, weil dann muss man nicht Vorlagen speichern und dann das in verschiedene Charts, wenn man mehrere offen hat, implementieren und kopieren. Aber ich kann nur sagen, dass man, wenn ihr zum Beispiel ein Add-on habt, gekauft habt und da sind verschiedene Buttons drin, ja, im Action Bar, Indikatoren und so weiter, und ihr klickt auf Apply for All mit eurer neuen Einstellung, dann sind die überschrieben. Und das ist ja nicht wünschenswert, das muss man dann wieder neu aufsetzen und es macht eine Menge Arbeit. Also bitte nicht auf Apply for All drücken, wenn ihr Add-ons gekauft habt oder euch andere Arbeitsplätze eingerichtet habt. Etwas verändert in einem Action Bar, das könnte zu Komplikationen führen. Überschreibt dann alles andere und das wäre nicht gut. Ihr müsst dann den Weg über Apply gehen, das alles schick machen, Apply, und dann macht ihr den, das zeige ich nochmal von der letzten Session, Rechtsklick hier rein, Einstellungen, Chartvorlagen, Speichern unter
Und dann macht ihr im Endeffekt hier unter Select eure, ja, das ist im Moment jetzt hier Perlentaucher Depot, da könnt ihr den euren Namen vergeben, speichert dann das als Vorlage ab und kopiert das dann in die anderen Charts rein. Und dann habt ihr denselben Action Bar wieder oben und wisst aber, dass die anderen Tabs, ja, so wie Handel oder was ich, was ihr da habt, jetzt genauso aussehen noch wie davor und nicht alle überschrieben werden. Spart euch eine Menge Arbeit. Oder ihr macht davor einfach hier ein Backup. Backup, bevor ihr sowas macht. Ja, macht ein Backup und dann, wenn das Backup durch ist, dann fangt ihr an, hier im Action Bar was zu machen. Und wenn ihr dann was verändert habt, was euch jetzt nicht mehr so gefällt oder was überschrieben habt, könnt ihr ja wieder dann zurückgehen und dann dort wieder mit dem ursprünglichen fortfahren. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. So, was haben wir denn noch im Action Bar? Indikatoren. Ja, wie kommt man da hin? Klar, man klickt auf Bearbeiten. Und dann habt ihr hier so ein ganzes Indikatorenfeld und zwar auf der linken Seite hier alles das, was da drin ist. Also Indikatoren, das sind ja schon eine ganze Menge. Dann geht ihr auf das Pluszeichen und dann könnt ihr hier einen Indikator auswählen. Machen wir den ADX. Entweder Doppelklick, dann geht er in die Mitte. Oder ihr nehmt einfach per Drag and Drop, linke Maustaste festhalten, rüberziehen, loslassen. Dann habt ihr einen Indikator hinzugefügt. Ja, dann müsst ihr den ja noch individualisieren, außer ihr wollt die Standardeinstellung. Aber wenn ihr den euch persönlich anpassen wollt, dann geht ihr einfach, markiert hier dieses Ding mit diesen grauen Unterlegungen. Und dann habt ihr rechts davon hier das Feld, wo ihr die entsprechenden Einstellungen machen könnt. Das, was euch da am meisten interessiert, ist bestimmt einmal die Periode, also ja, die Zahl, wo der Indikator berechnet wird. Und zweitens das meiste natürlich auch die Farbe. Wie kann man die Farbe oder die Dicke von der Linie anpassen? Dann geht ihr einfach hier unter Visual auf Ausgaben und dann seht ihr hier, ach, RDX, okay, anklicken und dann seht ihr schon, hier ist das Farbfeld. Klickt da drauf und dann könnt ihr hier euch eine Farbe aussuchen. Und wenn ihr den Style nicht mögt oder die Dicke hier, das Width, das könnt ihr letztendlich auf 2 machen und dann wäre dann die Advanced, der ADX etwas fetter, die Linie etwas dicker, besser zu sehen. Ich glaube, die wichtigen Einstellungen für Indikatoren, die am meisten genutzt werden, hier oben ist ein bisschen für Fortgeschrittene, das würde ich erstmal außen vor lassen. Okay, Linieneinstellung vielleicht noch, wenn die angegeben ist, hier Lower Linie und Upper Linie. Das heißt, wenn man sagt, ja, man ist da im überkauften Bereich oder im verkauften Bereich, dann kann man da natürlich genauso hier die Farbe einstellen, hier die Breite und den Wert. Ja, das sind so die meisten Einstellungen bei den meisten Indikatoren. Gucken wir mal Advanced Decline ein. Sieht man hier auch wieder Visual Ausgaben, darauf Farbe, Breite, ganz einfach gehalten. Dann haben wir hier nichts. Passt. Also so funktioniert das. Ich nehme die mal raus, damit ich mir meinen Arbeitsplatz hier nicht zuspamme. So kriegt ihr halt einen Indikator rein. So, wenn ihr den hinzugefügt habt, ja, dann landet der, so wie hier meinetwegen jetzt bei Widerstand und Unterstützung, ist ja auch ein Indikator, dann landet das Ding hier drin. Ja, da ist er. Den haben wir jetzt hinzugefügt. Und das bedeutet, der hat ja auch eine Position, wo er steht. Was ich damit will, ist im Endeffekt sagen will, ihr könnt das Ding natürlich auch nach oben schieben oder nach unten schieben. Wenn ihr nicht die Info oben haben wollt, sondern den Widerstand, dann könnt ihr das hier markieren und dann mit nach oben bewegen, da auf die Position bringen und nach unten bewegen, wieder zurücksetzen und dann auf Apply klicken und nicht auf Apply for All. Und dann wandert das Ding wieder an die entsprechende Position. Also das ist kein Hexenwerk. Der Vorteil dabei ist, würdet ihr im Gegensatz zu dem Action Bar jetzt diese Funktion für einen Indikator benutzen, hier oben im Chartbalken. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr ja auch auf dieses Feld und habt einen Indikator. Aber dieser Indikator, wenn man den ADX nehmen würde, ist genau das gleiche von der Bedienung, Farbe einstellen und ich klicke jetzt auf Übernehmen, dann wandert der unter den Chart oder wo immer ich den jetzt gerne hinhaben möchte. Aber der ist da immer drin.
Und wenn man jetzt hier vier, fünf Sachen drin hat, sechs, sieben, acht, es gibt Add-ons, da sind 10 verschiedene Indikatoren drin, dann landet der, bleibt der da drin, aber das Ding wird immer kleiner, hier der Chart, weil immer mehr Indikatoren dazu kommen. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man das natürlich mit einem Action Bar wesentlich besser lösen. Und zwar ist der Vorteil, ich lösche den immer wieder raus, löschen und übernehmen, dann ist der wieder weg, dass ich hier einfach mit der Maus zum Beispiel den 200er anzeigen lassen kann, wenn ich nur drüber hover. Also das heißt, ohne eine Maustaste drücken, einfach rübergehen, dann ist der kurzfristig drin. Wenn ich den zur Orientierung brauche für meinen Handelsansatz oder ähnliches, dann reicht mir das. Der muss nicht ewig drin sein. Das macht nur das Chartbild voll. Dann gehe ich wieder weg, ist der auch wieder weg. Wenn ich das aber länger sehen möchte, dann kann ich das Ding auch anklicken einmal. Dann sieht man, dass da verändert sich so ein bisschen die Markierung. Das Dunkle wandert nach oben und bedeutet, der bleibt drin jetzt. Also ich bin da wesentlich flexibler und als wenn ich mir die Indikatoren fest reinlege. Habe ich natürlich einen Indikator, den ich immer benutze, kann ich den natürlich auch über diese Leiste hinzufügen und habe dann natürlich den Vorteil, dass ich den, wenn ich den sowieso immer sehen will, dann spare ich mir dieses Klicken oder hineinlegen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz und spart sich hier ein paar Buttons auf, weil wenn es zu voll wird, wird es auch unübersichtlich. Also, ne, wenn man etwas immer ansehen möchte, so wie das Volumen, was ich immer brauche, dann lege ich das wirklich rein. Wenn jemand sagt, boah, den 200er brauche ich immer, na dann mache ich den über die Indikatoren-Taste hier rein. Ne, hole ich mir den hier darüber rein. Wenn ich sage, nee, den brauche ich nicht immer, nur kurz vorm Trade will ich mal gucken, ist er über dem 200er oder unterm 200er, dann klicke ich mal kurz hier drauf, hallo 200er, ich bin drunter, okay, reicht mir, nehme den wieder raus. Und dann mache ich den über den Action Bar hier rein. Ja, das ist der große Vorteil dabei. Also, Resümee von dem Action Bar, man ist flexibler in der Ansichtsweise der Indikatoren oder auch anderen, sagen wir so. Jetzt sieht man ja hier unten neben Indikatoren den Entry Escort. Ja, das ist kein Begleitservice, sondern das sind Kauforders, ja, oder Verkauforders. Das bedeutet, dieses Feld ist ausgegraut, bedeutet Mercury Version gibt es nicht erhältlich, Agena Trader Andromeda, ja. Weil es ausgegraut ist, Condition Escort und so weiter, ist hier oben ausgegraut, seht ihr hier Strategien, Condition Escort, das wäre so ein Fall. Ja, mit Setup Escort und so weiter, das ist nicht drin in der Version von Mercury. Darauf können wir dann leider nicht zurückgreifen. Dann haben wir Ordervorlagen, das ist schön, wenn wir da welche erstellt haben, ja, dann können wir die hier mit reinbringen. Ich selbst habe da keine abgespeichert, aber das könnte man sich dann hier auch, die würden dann hinterlegt sein. Und dann könnte man die hinzufügen. Zeiteinheiten, ja, die kann man hier auch verschieben oder verändern. Wenn man diesen Schiebebalken hat, kann man sich die noch hinzufügen. Ob ich sage, ich möchte jetzt unbedingt 3 Minuten hinzugefügt haben, dann drücke ich hier auf, und dann soll ich auch 3 nehmen. So, okay, dann sind 3 Minuten da. Und dann kann ich die natürlich auch, wenn die 3, wo sind sie jetzt hin? Jetzt sind sie wieder weg. Hallo? Da so nach oben bewegen, ja, so zwischen die 5 und die 1 und dann auf Apply klicken, dann werde ich halt hinzugefügt. Jetzt macht das mal, Apply, okay. Und jetzt sehe ich, viele fragen mich immer, hey, wie kriegen hier eigentlich eine andere Zeiteinheit hin, dauerhaft, genau so. Also mit dem Trick kriegt man die da hin. 3 Minuten sind jetzt da drin. Wie kriege ich die wieder raus? Und zwar, indem ich hier wieder auf Action Bar gehe. Zeiteinheiten, die 3 Minuten markiere, so dass er halt weiß bei mir unterlegt ist und klick auf Entfernen und dann auf Apply, okay. Dann sind die 3 Minuten hier wieder weg. Also wer hier eine Zeiteinheit hinzufügen möchte, kann das auch so machen, aber besser ist es, wenn man hier und einfacher, glaube ich, über den Action Bar. So, was haben wir noch im Action Bar drin? Mal wieder was Ausgegrautes, Instrumentlisten. Na, was sind Instrumentlisten? Wie findet man die? Habe ich euch gezeigt, glaube ich, das letzte Mal. Tools, Einstellungen, Instrument Escort. Und hier sind Instrumentlisten. Na, die kann ich hier erstellen.
habe ich hier ganz viele drin, auch in meinem Perlentor-Paket, was es ja auch zu erhalten gibt für die Andromeda-Version. Und für FX Flat ist es in der Version Mercury noch nicht erhältlich, weil noch diverse Instrumente fehlen, Aktien, aber FX Flat ist ja dran, da das Ganze aufzustocken. Das sind hier zum Beispiel die entsprechenden, meinetwegen eine Aktienliste. Jetzt nicht CFDs, sondern normale Aktien. Und die könnt ihr hier anlegen. Und die braucht ihr auch, diese Instrumentenlisten, um hier oben im Tab dem Namen zu geben. Also hier guckt mal, wenn ich jetzt Intraday bin, ich ja im Tab Intraday, dann muss hier irgendwo da ist Intraday sein. Ne? Und so vergibt ihr die Namen von den Tabs da oben. Ne? Das könnt ihr anlegen. Aber was ist jetzt ausgegraut im Action Bar? Und zwar im Action Bar ist ausgegraut, dass ihr hier eine Liste hinzufügt. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil ich habe es drin und kann es auch nutzen, weil das Ding bei mir über die Andromeda-Version erstellt wird. Und dadurch habe ich die drin. Wenn ihr jetzt aber jetzt sagen würde, hey, ich will aber eine Liste hinzufügen, wo ich dann einfach sagen kann, der deutsche, der DAX, FX Flat, CFD, den möchte ich gerne in die Intraday-Liste schieben oder in die Handelsliste, dann drücke ich da drauf und dann geht das. Ihr könnt das hier nicht erstellen. Das ist bei mir erstellt, weil ich das über die Andromeda-Version gemacht habe. Ja, das ist ein bisschen schade, aber das wäre der Sinn dabei. Was wiederum funktioniert, sind Zeichnungen. Ja, das habe ich hier schon ein bisschen hinzugefügt. Das sieht dann so aus ungefähr am Rand. Verschiedene Trendlinien, die könnt ihr hier einstellen und so weiter. Wie das geht, wie man da was einstellt. Das wird auch immer viel gefragt, wie kriege ich das eigentlich dahin, dass es jetzt eine andere Farbe hat und so weiter. Was sieht denn so aus? Ich habe zum Beispiel ein grünes Rechteck, wo man sagt, okay, hier ist mein grüner Widerstands- oder Unterstützungskasten. Ja. So, ist das ein bisschen transparent, ein bisschen eingekreist, ein bisschen optisch. Und wie kriege ich das jetzt dahin? Wenn man jetzt einfach ein Instrument hinzufügen will, eine Zeichnung hinzufügen will, über den Action Bar, dann kann man das ja hier auch machen. Und zwar hier unten in das leere Feld klicken, dann öffnet sich hier so ein Dropdown-Feld und dann habt ihr halt verschiedene Sachen. So, das nehmen wir jetzt mal hier so ein Pfeil. So, ein Pfeil nach links. Dann klicke ich auf Apply und dann ist das Ding bei mir hier drin. Ein bisschen größer. Den Chart vergrößern kann man übrigens hier rüber. So, da ist dieser Pfeil. So, wenn ich da drauf klicke und klicke jetzt hier rein, dann ist der Pfeil ja, grün. Da würde ich jetzt sagen, das ist nicht unbedingt die Farbe für mich, die zu einem leicht grauen Hintergrund passt. Ich liebe leichten grauen Hintergrund, weil es meine Augen schont. Wenn ich da ein Vollweiß habe, ist mir das permanent zu hell, wenn ich auf dem Bildschirm gucke. Deswegen habe ich da so einen leichten Grauton. So, wenn ich den jetzt ein bisschen einstellen will, dann muss ich den hier markieren, dann ist er so umrandet. Und wenn ich doppelt draufklicke, dann öffnet sich hier daneben das Einstellungsfeld. Und dann kann ich hier die Farben vergeben. Ja, hellblau ist noch nicht unbedingt das Ding. Sagen wir mal, ich will jetzt unbedingt so ein pinkfarbenes nehmen, so ein dunkler oder lila. So. Dann kann ich hier die Transparenz unten steuern. Dann sage ich, nee, ich will aber nicht transparent, ich will hier das volle Programm, volle Farbe. Klick auf OK, dann wird das Ding schon mal lila. Man sieht es auch gleich, das Ergebnis hier oben. Und dann kann ich es auch ankreuzen, ob ich das auf alle Charts sehen möchte. Das heißt nicht nur, wenn ich das hier einzeichne in einer Minute, sondern sehe ich es auch in 5 Minuten, in einer Woche, wenn ich das als Chart eingestellt habe. Und wenn ich die Einstellung gemacht habe, ist ganz wichtig, dass ich hier in dieses Feld reinklicke und einen Namen vergebe. Ja, machen wir mal einen Test. Habe ich jetzt Test geschrieben? Test, so. Und dann hier auf diese Diskette klicken, was auch heißt speichern. So, und dann haben wir das Ding in der Auswahl hier drin. Da seht ihr die Default-Einstellung. Das ist jetzt der ursprüngliche in schwarz. Und hier haben wir in dem Sinne Test drin. Dann ist das lila. Dann mache ich jetzt schließen. Und jetzt habe ich dieses Ding hier drin. Und wenn mir der Pfeil jetzt hier nicht mehr gefällt, weil der ist ja immer noch, ne, jetzt hat er das genommen, der hat es übernommen, das ist der Vorteil, dass ich die Neueinstellung übernehmen kann. Früher war es so, ich musste den erst anwählen. Also habe ich dann hier die lila Farbe jetzt immer drin.
wenn ich das ändern möchte. Ja, ich nehme dunkelblau, okay. Wichtig ist, das zu speichern. Man kann es auch überschreiben, glaube ich. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt speichern, über die Diskette schließen. Ja, funktioniert. Also so kann man seine Zeicheninstrumente hier komfortabel anpassen. Dann kommt eine Frage rein. Was hast du denn für einen Farbcode für den Chart-Hintergrund? Ja, nach dem Gespräch mit meinem Augenarzt hat er gesagt, ich sollte nicht einen weißen Hintergrund nehmen, ich sollte auch keinen schwarzen nehmen, weil man letztendlich dann zu große Kontraste hat und das Helligkeitssache ist nicht so gut für die Augen. Was ist für ein Farbcode? Das kann ich dir zeigen. Guck mal hier oben, das ist Farbe, Hintergrundfarbe. Puh, das ist jetzt, glaube ich, eine Auswahl von denen hier. Ich möchte mal sagen, der ist es. Ja, RGB hast du die 221, 221. Der müsste es sein. Der oder der. Einfach mal probieren. Aber da könnt ihr es halt einstellen. Oder halt, ihr macht den nicht. Ja, es ist der. 221, 221, 221. Also Standard im Imagina Trader. Wenn ihr die ganzen Zeichnungen hier voll gemalt habt, ja, habe ich zum Beispiel selbst mal von einem Coachy gelernt, der meinte, warum markierst du die immer und drückst die Entferntaste, dann geht der Pfeil auch weg. Ne? Kannst du doch viel komfortabler haben. Klickst du da rein, drückst Steuerung und Entfernen und dann kommt hier die Zeichnung löschen und dann sage ich, ja, sind alle weg. Ne? Steuerung und Entferntaste. Dann löscht ihr alle Zeichnungen, dann könnt ihr richtig viel reinmalen in den Chart. Geht leider nicht als Button, aber das funktioniert. Wir haben sehr dezent. Ich mag es gerne strukturiert, leicht und ja, komfortabel. Nicht so viel Schnickschnack halt. So, dann glaube, dann haben wir Zeichnung super durch. Was haben wir denn da? Preisstil. Ja, habe ich gar nicht verwendet. Schauen wir mal rein. Wenn jetzt was sucht, bearbeiten gibt es nicht. Manchmal steht Bearbeiten drin, dann müsst ihr Bearbeiten anklicken. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Manchmal ist da einfach ein Feld frei, wo man eigentlich jetzt nicht wüsste, wo muss ich eigentlich raufklicken. Die meisten sagen, komm da gar nicht rein. Nee, doch, ihr müsst da oben raufklicken. Dann habt ihr hier Candle Volume, Equi Volume, Candle Chart und Bar Chart und könnt dann halt umschalten. Ja, also das Gleiche kann man natürlich auch hier machen, da oben. Da gibt es diese Chartdaten auch. Ja, also ich würde jetzt mir da nicht extra eine Action Bar was anlegen. Das kann man da oben auch lösen. Mit. So. Immer Preisstil. Okay. Also sind wir schon durch mit dem Action Bar. Wer das jetzt noch nicht ganz drauf hat, der kann sich auf jeden Fall die Aufzeichnung angucken. Dann sieht er auch die Klicks, die ich gemacht habe. Und dann sollte sich das eigentlich erschließen. Wichtig, was ihr heute mitnehmen solltet, ist, wenn ihr auf Apply for All drückt, dann kriegt ihr auch das Ganze. So steht es ja auch drin, hinzufügen zu allen. Das heißt, es überschreibt alle anderen Action Bars in den Charts in dem Arbeitsplatz. Das heißt, wenn ich mir hier die Arbeit gemacht habe, bei Marktklima zum Beispiel, keine Kaufbuttons, die ja sowieso hier in der Mercury-Version nicht gehen, aber in Andromeda drin wären, dann würde ich mir die überschreiben. Ne? Also bitte aufpassen, nutzt hier lieber Apply. Dann habt ihr das nur lokal in diesem Chart und müsst es dann als Vorlage speichern und in die anderen Charts komfortabel einfügen. Also erst einen Chart zurecht machen, alles schön machen und dann in die anderen Charts kopieren. So ist der Arbeitsaufbau im Imagina Trader. Nachteil dabei und was man wirklich können muss, ist eine Vision zu haben, wie der Arbeitsplatz aussieht. Weil wenn ihr unten anfangt und speichert hier mal was ab als Vorlage oder so, dann müsst ihr schon wissen, wie der nachher aussehen soll. Wenn ihr später was ändert, dann habt ihr eine ganz schöne Klickerei, um dann da weiterzukommen. Ja? Okay. So, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann bin ich soweit schon durch mit dem Thema. Wir müssen uns ja nicht zusätzlich quälen, weil wir haben ja doch schon nahe der 30 Grad. Und dann würde ich mich einfach jetzt verabschieden, außer ihr stellt jetzt noch eine Frage. Und wenn der Nelson noch da ist. Ich bin natürlich noch da. Du wusstest das heute, dass wir heute schneller sind. Ja, von wegen.
Ja, aber wir haben das Thema Action Bar durch und mit Zeichnung und so. Das heißt, die Bedienung für den Arjuna Trader ist ja ein wesentliches Element der Action Bar. Und ich glaube, ich konnte einiges mitnehmen. Ich denke mal, das wäre dann von meiner Seite für heute einfach alles. Gut, ja, kommen auch keine weiteren Fragen rein. Sollte nach dem Webinar die Fragen dann wieder auftauchen, hochkommen, dann hat der Carsten schon gesagt, gerne uns anschreiben oder Carsten direkt. Dann bearbeiten wir das dann nächstes Mal. Wir haben nächsten Monat haben wir eine kleine Pause. Da ist der Carsten auch mal im Urlaub. Das gönne ich dir auch, Carsten. Und wir starten dann im August wieder. Und zwar am 26. Ja. Und da freust du dich. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Dann Aufzeichnung kommt, denke ich, diese Woche noch online. Dann können Sie alles nochmal nacharbeiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute. Passen Sie auf Ihre Position auf, wenn Sie noch handeln. Und dir, lieber Carsten, natürlich einen schönen Urlaub. Und würde mich freuen, Dankeschön. wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Ja, wenn du noch ein Schlusswort hast, dann gerne. Und ich verabschiede mich. Tschüss. Ja, lieber Nelson, danke für die schöne Verabschiedung. Bleib auch du gesund und viel Spaß, sage ich mal, wenn ich im Urlaub bin. Vielleicht hast du ja auch Urlaub. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Zeit schnell vorbeigeht und wir uns im August wieder frisch und munter wiederhören. Und für euch, liebe Zuhörer, bleibt gesund. Ihr wisst, Corona schleicht mich immer ein, kommt mal wieder. Also immer schön gesund bleiben. Bis dann, bis zum nächsten Mal.